Moin aus dem schönen Niedersachsen und herzlich willkommen im Landkreis Cloppenburg. Es ist Ende Januar 2024 und wir haben uns diesmal auf den Weg in das Oldenburger Münsterland gemacht. Ziel an diesem Winterwochenende ist der neue Wohnmobilstellplatz Marina Park Friseute, der nur einige Schritte vom Küstenkanal entfernt schön in ländlicher Umgebung liegt. Angefahren sind wir bequem über die B72 sowie die B401. Nach der Abfahrt ist es dann kein Kilometer mehr und ihr erreicht den neu entstandenen Wohnmobilstellplatz Marina Park Friseute. Wir haben den Stellplatz hier jetzt schon erreicht. Nach eurer Ankunft könnt ihr direkt auf den Platz fahren und euch eine schöne Stellfläche bei freier Platzwahl suchen. Die Anmeldung könnt ihr dann bequem bei Petra und ihrem Team vom Marina Park erledigen. Sie kommen zu euch ans Mobil und begrüßen euch freundlich und stehen natürlich auch für eure Fragen mit Rat und Tat zur Verfügung. Wenn ihr am Wochenende hier seid, könnt ihr euch auch direkt für das schöne Frühstücksbuffet anmelden. Das es hier jeden Samstag und Sonntag im Schleusencafé direkt am Stellplatz gibt. Mehr dazu nachher noch im Video. Wir haben eine schöne Stellfläche für uns und unser Kästchen gefunden und uns direkt häuslich eingerichtet. Bei einem leckeren Tässchen Kaffee und tollem sonnigen Winterwetter steht einem schönen Wochenende hier am Marina Park Friseute nichts mehr im Wege. Das tolle Wetter wollen wir natürlich noch nutzen und machen uns auch direkt startklar, um noch eine kleine Runde mit den Rädern zu fahren. Alles Wichtige zum Stellplatz gibt's natürlich auch gleich noch im Video. An dieser Stelle noch ein paar Worte in eigener Sache. Dieses Video ist das erste Video im neuen Jahr. Und wir freuen uns, wenn ihr auch dieses Jahr wieder das ein oder andere Mal bei uns auf unserem kleinen Kanal vorbeischaut. Wir hoffen, dass wieder für jeden etwas Interessantes dabei sein wird. Und wir werden auch in 2024 wieder über unsere Touren, An- und Umbauten und das ein oder andere, was wir im Mobil nutzen oder neu dabei haben, berichten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein spannendes Jahr zusammen mit euch. Neben dem neuen Reisejahr 2024 kann man sich hier auch über die tolle Lage vom Stellplatz Marina Park Friseute freuen. Von hier aus kann man zu etlichen schönen Touren mit dem Rad und auch mit dem Mobil starten. Ihr erreicht zum Beispiel das Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre mit dem Fahrrad nach ca. 20 Kilometern. Den Tier- und Freizeitpark Thüle nach rund 15 Kilometern und wer Lust auf Windmühle hat, kann sich die Gehlenberger Mühle ansehen. Wer lieber ins Museum möchte, kann sich das Moor- und Feenmuseum Elisabeth Feen anschauen. Man kann aber auch einfach nur eine schöne Tour durch die ländliche Gegend hier machen und das tolle Wetter genießen.
Das tolle Wetter genießen wir natürlich auch und haben uns heute dazu entschieden, rein nach Friseute zu fahren. Das Städtchen erreicht man nach knapp 6 Kilometern. Durch das Städtchen Friseute mit seinen heute rund 20.000 Einwohnern fließt die Soeste. Eines der prägenden Bauwerke des Ortes ist sicherlich die Marienkirche, in der als ältestes Ausstattungsstück in der Kirche das Triumphkreuz aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts bestaunt werden kann. Nur ein paar Schritte von der Kirche entfernt befindet sich das postgeschichtliche Museum Friseute. Wer sich dafür interessiert, kann sich das werktags von 8 bis 11:30 Uhr ansehen. Das Glockenspiel lässt übrigens 5-mal täglich jeweils 2 verschiedene Stücke erklingen. Je nach Jahreszeit werden hier unterschiedliche Melodien gespielt. Einkaufsmöglichkeiten gibt es natürlich einige hier. Wer Lust hat, etwas zu shoppen, geht hier auch nicht leer aus. Wir gehen noch ein Stück weiter und erreichen die alte Wassermühle, deren Geschichte bis ins Jahr 1227 zurückgeht. Nach aufwendigen Restaurationen ist die wiederhergestellte Wassermühle mit dem nun angegliederten Kulturzentrum ein wichtiger Bestandteil Friseutes geworden. Regelmäßig finden hier neben Ausstellungen, Kammerkonzerten, Tagungen und Versammlungen auch Trauungen statt. Neben dem Wasserrad und der Wasserschnecke gibt es hier auch eine sogenannte Fischtreppe, die den Fischen bei der Fischwanderung die Überwindung des Hindernisses ermöglicht. Wir gehen noch ein Stück weiter und erreichen den Stadtpark von Friseute. Hier kann man ein wenig am Wasser spazieren gehen und die Ruhe genießen. Wer sich ein wenig sportlich betätigen möchte, kann das hier im Stadtpark auch gleich erledigen. Neben einigen Skulpturen befindet sich hier auch die über 400 Jahre alte Friseuter Friedensglocke, die am 24. Dezember um 19 Uhr stimmungsvoll die Heilige Nacht einläutet. Die Tage sind jetzt Ende Januar noch recht kurz und für uns wird es so langsam Zeit, uns auf den Rückweg zum Wohnmobilstellplatz Marina Park Friseute zu machen. Unsere Bordküche bleibt heute kalt. Bei uns gibt es heute Sushi. Wenn euch interessiert, wie ihr Sushi ganz einfach auch unterwegs selber machen könnt, schaut doch mal in unser Video. Da zeigen wir, wie wir die leckeren Dinger in unserer Bordküche machen. Den Link zum Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir genießen einen leckeren und gemütlichen Winterabend hier in unserem Kästchen auf dem Marina Park Friseute und anschließend eine wunderbar ruhige Nacht.
Der nächste Morgen begrüßt uns hier auf dem Marinapark mit einem schönen Sonnenaufgang bei leichten Minustemperaturen. Der Wohnmobilstellplatz befindet sich, wie vorhin schon gesagt, in ländlicher, ruhiger Lage. Nur ein paar Schritte vom Küstenkanal entfernt. Der schöne Stellplatz ist noch recht neu und bis auf einige Kleinigkeiten komplett fertig. Der Marinapark bietet Stellmöglichkeiten für 20 Mobile. Auch wer mit dem Wohnwagen unterwegs ist, kann hier einen Halt einlegen. Der Platz ist barrierefrei und die gepflasterten Stellflächen sind sehr großzügig bemessen, sodass auch größere Fahrzeuge hier gut stehen können. Jeder Stellplatz verfügt über eine schöne Rasenfläche, sodass mehr als ausreichend Platz für Tisch, Stühle und natürlich auch die Markise ist. Bei entsprechenden Temperaturen kann man die Zeit wunderbar vor dem Mobil genießen. Anfahren könnt ihr rund um die Uhr und der Platz hat das ganze Jahr für uns Camper geöffnet. Sehr gut funktionierendes WLAN ist vorhanden. Die überdachten Abwaschmöglichkeiten sind fast fertig und können dann demnächst auch genutzt werden. Entstanden ist hier auf dem Platz ein tolles neues Servicegebäude. Hier gibt es einen kleinen Kiosk, der euch mit Kleinigkeiten und dem Wichtigsten versorgt. Wer da Bedarf hat, kann einfach das Team vom Marinapark ansprechen. Untergebracht sind im Servicegebäude auch neue, moderne sanitäre Einrichtungen. Großzügige Duschen mit separatem Waschbecken und Platz, sich zu bewegen, können von uns Campern genutzt werden. Die Toiletten sind von den Duschen räumlich getrennt. Auch hier ist alles ganz neu, modern und gepflegt. Die sanitären Anlagen waren bei unserem Aufenthalt immer absolut ordentlich und sauber und alles wurde regelmäßig kontrolliert und gereinigt. Eure Vierbeiner sind auf dem Wohnmobilpark willkommen. Sie finden hier reichlich Möglichkeiten zum Gassi gehen. Jeder Stellplatz verfügt natürlich über einen Stromanschluss. Frischwasser könnt ihr ebenfalls direkt am Platz ganz bequem zapfen. Und das sogar jetzt im Winter. Besser geht's kaum. Die Entsorgung mit Bodeneinlass sowie die Möglichkeit, die Kassette zu entleeren, findet man gleich vorne bei der Einfahrt. Auch das ist ganz praktisch und man kann direkt beim An- und Abfahren entsorgen. Wir haben bei unserem Aufenthalt 20 Euro Stellplatzgebühr bezahlt. Darin enthalten ist die Fähr- und Entsorgung, die Nutzung der sanitären Anlagen inklusive der Dusche, das WLAN, eure Vierbeiner und der Strom.
Wer möchte, kann sich im Vorfeld einen Platz reservieren. Es besteht aber natürlich auch die Möglichkeit, hier spontan vorbeizukommen. Direkt am Stellplatz befindet sich, wie vorhin schon gesagt, das schöne Schleusencafé, das ebenfalls von Petra und ihrem Team geführt wird. Auf der Außenterrasse beim Café kann man, sobald das Wetter mitspielt, im Biergarten samstags und sonntags ein leckeres Kaltgetränk und natürlich den selbstgemachten Kuchen und etliches an Heißgetränken genießen. Genießen kann man hier samstags und sonntags zudem das tolle Frühstücksbuffet, das im Schleusencafé angeboten wird. Dass wir uns das nicht entgehen lassen, steht außer Frage. Wir haben uns gleich bei der Anmeldung einen Tisch reserviert und wollen uns das Ganze nun mal anschauen und ein leckeres Frühstück genießen. Wir haben die Möglichkeit bekommen, ein paar Minuten vor Buffetstart einige Aufnahmen zu machen, um niemanden der Gäste während des Buffets zu stören. Das ursprüngliche Schleusenhaus ist aufwendig komplett saniert worden. Und es ist jetzt das tolle Schleusencafé entstanden. Wie schon gesagt, bekommt ihr jeden Samstag und Sonntag ein tolles Buffet. Und es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Schleusencafé ist nicht nur bei den Campern beliebt. Die Gäste kommen aus der gesamten Umgebung, um hier eine schöne und leckere Zeit zu verbringen. Wir empfehlen euch, im Vorfeld einen Tisch zu reservieren. Bei unserem Besuch war das Schleusencafé bis auf den letzten Platz ausgebucht. Wir hatten eine wunderschöne Zeit hier auf dem Marinapark Friseute und können euch den Platz nur empfehlen. Wenn ihr Lust auf ein paar ruhige Tage oder ein entspanntes Wochenende inmitten der ländlichen Natur habt, kommt hier mal vorbei. Wir sind natürlich auch weiter unterwegs und berichten euch von unseren Touren, Umbauten, Reparaturen und Anschaffungen. Wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei sein wollt, abonniert doch einfach unseren Kanal. Kostet auch in Friseute nix und so verpasst ihr keines der nächsten Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, sagen wir herzlichen Dank für euren Daumen nach oben. Schaut doch mal bei Instagram und Facebook rein und folgt uns da doch auch. Tschüss aus dem Landkreis Cloppenburg, tschüss vom Marinapark Friseute, bis zum nächsten Mal.